So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87. Immer noch hier auf der Rehbach, immer noch beim Zuckerrübenernten, aber bei der Folge 23, das hat sich verändert. Na Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Heute war wieder mal ein Tag. Mei. Auf der Arbeit hat wieder alles super funktioniert, wie immer. Bekomme ich einen Anruf. Real Talk, ich bekomme einen Anruf von meinem Internetanbieter, die mir ganz stolz gesagt haben, mich freut es, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren jetzigen Vertrag, ich habe diesen Basic 25 Vertrag, ändern können in einen Vertrag Basic 60. Also ich könnte dann praktisch mit 60 eine Download-Geschwindigkeit... Hey, dann sag ich, irgendwas stimmt hier mit dem blöden Kabel nicht so richtig. Da muss man unbedingt mal gucken. So. Na, zurück ansetzen jetzt hier. Wollen wir jetzt hier gescheit machen. So. Freuen sich auf jeden Fall, mir mitteilen zu können, dass wir Ihnen diesen Basic... Wo fährt der denn jetzt hin? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Ich weiß es wirklich nicht. Tust du jedes Mal dein Ding hier ändern oder was ist denn los hier bei dir? So, GPS. Weißt du was? Jetzt gibt er jetzt wirklich diese automatische Breite ein. Oh, du bist ja gleich mal wieder voll. Und zwar genau jetzt. Nee, 98,2. Na komm. Zack. Letzten Kartoffel noch. Ja, und haben mir richtig stolz erzählt. Der Pumpepunkt hier mega super spitzenmäßig. Eigentlich habe ich auf O gedrückt, dass du hier das rauswerfen tust. Warum machst du das für mich nicht hier? Nochmal. O. Jetzt fährt er aus. Okay, du bist vor. Ah, okay. Das ist genau das, was ihr von... Ah, okay, doch so. Ah, okay. Hast du das mit dem Ding hier das verstehen oder ganz wie der das hier irgendwie einladen will? Halt so lang. Bin ich doch perfekt runter. Jetzt aber, okay. Komisch, dass irgendwie... Weiß auch nicht, aber egal. Auf jeden Fall richtig stolz gesagt, hier ist uns super... Oh. Da muss ich was piepsen. Da muss ich auf jeden Fall was piepsen. Leute, da habe ich meinen Namen gesagt. Ich merke, dass... Aha. Aha, der ist nur halb voll. Ah, jetzt. Okay.
Hier muss ich natürlich mal kurz was piepsen, weil ich habe jetzt mein Nachname gesagt. Und das möchte ich natürlich jetzt nicht haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd passiert. Ja gut, so, fahren wir schon mal hin. So, auf jeden Fall, Herr Pumperpunkt, wir möchten Ihnen mitteilen können, dass Sie da auf Basic 60 machen können. Und ich dann so, ja, das ist super, aber ich kriege ja bald Glasfaser und das, sie werden ja dann abgelöst davon. Das ist ja wie besprochen, hin und her. Sagt die Frau zu mir. Ja, natürlich, aber wenn sie es jetzt abschließen, dann haben sie 60 Megabyte pro Sekunde. Und ich so, ja, aber Glasfaser ist ja viel, viel besser. Sagt sie, ja, aber es dauert ja alles noch, bis sie das bekommen und alles. Und ich so, ja, also, ausgemacht war ja eigentlich, dass es schon demnächst losgeht. Ja, da muss ich Ihnen jetzt leider noch mal was mit. Also sag bloß, wir haben vorhin. Ah, ne, okay. Passt. Da muss ich Ihnen noch was mitteilen. Und zwar. Warum gibst du nicht ab? Warum? Warum macht er das nicht? Kann mir das einer sagen, warum der da jetzt abgekippt hat? Ich weiß es. Kann das sein wegen der maximalen... Oh, wenn die jetzt raufkommen. Nee, der muss doch trotzdem... Hä? Verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also das muss mir jetzt mal einer erklären können. Warum er jetzt hier nicht weiter ab? Ja klar, weil er leer ist. Natürlich. Also manchmal, da haut's mir... Ja. Gewinner, also manchmal, da ist hier auch manchmal der Fehler im Detail drin. Ich möchte doch einfach nur meine Geschichte hier endlich weitererzählen. So. Ja, mach noch aus, genau. So. Den tun wir mal hier nochmal einfahren. So, um zum Punkt auf jeden Fall zurückzukommen. Sagen sind... Oh, Entschuldigung. Sagen die zu mir wirklich allen Ernstes, wirklich, aber mit wirklicher Überzeugung. Die Frau ist hier zusammengebrochen am Telefon vor lauter Begeisterung, dass ich hier diese 60 Megabyte Download Bandbreite habe. Und nicht so, ja, aber ich habe doch jetzt schon 31 oder 25 ungefähr. Habe ich gesagt, das mit den 60, das ist ja alles schön und gut, das können Sie mir jetzt freistellen. Ich zahle natürlich den Mehraufwand oder ein bisschen mehr dafür, den normalen Vertrag, bis ich dann dieses Glasfaser bekomme. Da würden Sie mir sehr, sehr helfen. Dann sagt die zu mir, Herr Punkt, Punkt, Punkt. Also ein Wunschkonzert sind wir hier nicht. Dann sage ich, ja, okay, dann lassen wir das einfach. Dann warte ich jetzt einfach nochmal 3-4 Wochen, bis ich das Glasfaser bekomme. Und dann bin ich eh bei Ihnen weg, weil... Ja. Weil der Service stimmt ja anscheinend bei Ihnen nicht hier. 10 Minuten später ruft mich jemand anders an. Und sagt, Herr Pummerpunkt, wir wechseln Ihren Vertrag. Ohne Widerrede. Sie bekommen das schnellere Internet. Da machen wir nicht lang rum. Ich so schnell. Genau. Da machen wir jetzt gar nicht lang rum. Sie kriegen das schnellere Internet. Und dann sagt er zu mir, wir haben eh einen Fehler gemacht. Sie wohnen ja schon seit zwei Jahren dort. Und sie haben ja eigentlich den 60er gebucht. Dann bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, ah, okay, interessant. Dann sage ich, ja, was ist denn da der Unterschied bei preislich? Ich glaube, das eine kostet, glaube ich, ich müsste es lügen, glaube ich, 34 noch was oder 29 noch was. Und das andere kostet 90, ich glaube, 34 und 29, und 19, so war es. 19 Euro kostet 25 und 34, glaube ich, kostet das. Oder 29, ist ja auch egal, ich glaube, 29 kostet es. Aber zu 100% bin ich mir nicht sicher.
Nee, 34 war es, genau, weil wir mit 15 Euro gerechnet haben. Preisunterschied. So, da habe ich zu dem gesagt, okay, es ist wirklich nett von Ihnen, also habe ich jetzt immer diesen Mehrbetrag gezahlt und habe eigentlich nur dieses schlechte Internet bekommen. Sagt er, ja, es tut mir wirklich leid, aber er kann nichts dran ändern. Weil ich habe mich ja nicht frühzeitig darum gekümmert. Da habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, also wenn ich eine Bandbreite abschließe und Sie mir die nicht zur Verfügung stellen und ich jetzt durch Zufall erst durch das Glasfaser rausbekommen habe, dass ich erst nur 25 Megabyte habe, dann ist es ja Ihr Fehler, dass Sie mir das nicht freischalten. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe dann gesagt, okay, wissen Sie was? Sie haben mir, oder ich habe für diesen bezahlt, für diesen Vertrag, für diese Leistung. Sie haben mir diese Leistung nicht gegeben. Also heißt es für mich, dass er hier die Kurve nicht kriegt. Das heißt es, dann habe ich gesagt, ja, das heißt ja für mich, es ist ja eine Differenz da. Sie haben ja mir nicht Bescheid gegeben, was auch immer. Da habe ich gesagt, wir verbleiben so. Da habe ich wirklich knallhart gesagt, wir rechnen das jetzt grob zusammen. Was ich da mehr bezahlt habe, das bekomme ich zurück. Und sie legen mir noch oben was drauf, dass ich keinen Anwalt anschalte. Und er hat's gemacht. Leute, er hat's gemacht. Weil ich glaube, die haben wirklich Schiss gehabt, dass ich da wirklich zum Anwalt, ich wäre auch gegangen, weil also ich hätte schon gesagt, hey, da lässt sich auf jeden Fall was rausschlagen. Aber dass die Frau mir erstmal so blöd kam, deswegen war ich dann auch wirklich angepisst, will ich jetzt mal sagen. Und deswegen habe ich auch so reagiert, weil normalerweise bin ich nicht so. Da sage ich, okay, scheiße gelaufen und fertig. Aber da die Frau so komisch war, habe ich gesagt, nee, also das geht gar nicht. Und auf jeden Fall habe ich das dann bekommen. Habt ihr Gutschrift bekommen von diesen 15 Euro für 2 Jahre. Könnt ihr euch sehr selber zusammenrechnen. War nicht viel. 400 Euro ungefähr. Habe noch eine Gutzelle drauf bekommen. Und zwar an 200 Euro Gutschrift für die nächste Zeit, was wir nicht bringen, weil der Vertrag läuft ja eh in einem Monat aus, hoffe ich mal. Aber jetzt die nächsten 2 Beträge werden halt davon abgebucht und dann ja, da, es ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin ist es fand ich das dann schon irgendwie cool, dass er jetzt nochmal drauf eingegangen ist, dass sie mich vor allen Dingen nochmal zurückgerufen haben, das fand ich ja ganz cool eigentlich. Und ich glaube aber mit der Tatsache, dass er mir da jetzt eigentlich was sagt, was noch schlechter für ihn ist und für mich auch schon wieder, warum ist denn das hier so komisch? Das kann doch irgendwie gar nicht sein, dass er so komisch fährt hier. So. So. Rad mit rein. Ich weiß nicht, was der hier zusammenfährt. Ah, kann natürlich sein durch die... Ja, ist ja egal. Ist ja egal, auf jeden Fall. Ich habe die Gutschrift, ich habe das bekommen. Fertig. Super geil. Bin ich zufrieden. Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Glasfaser kommt, aber die Geschichte ist ja eine andere. Das ist ja die unendliche Geschichte des Glasfasers. Man sagt ja schon, dass manche Leute so lange darauf gewartet haben, dass sie dann gestorben sind. Ja. Das ist leider wahr. Oh mein Gott, da war einfach die Maschine schon leer und ich hupier und hu rum. Ah, das sind einfach solche Anfängerfehler. Leute, Leute, Leute. Jetzt habe ich schon wieder so eine ähnliche Anzeige wie der hier drin. Auf mein Dashboard. Richtig nice. Gefällt mir.
So, dann machen wir den jetzt nochmal kurz voll. Na gut, dann müssen wir jetzt hier rüberfahren. Ach, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass sie hier auch noch ablädt. Ja. Ja, perfekt. Hau ruhig alles rein. Ist dahinter. Gut. Mann, oh Mann, oh Mann, das war echt cool. War ein super Gespräch auf jeden Fall. Jetzt wird es halt nur noch irgendwann mal Zeit. Dass der Elektriker kommt, dass er mir hier die Kabel zieht, die Geschichte kennt er ja auch. Wo ich mit meinem Neffen hier versucht habe, auf Krampf dieses Netzwerkkabel zu ziehen. Was nicht funktioniert hat, aber jetzt wir immerhin wissen, dass ich durch dieses Leerkabel, Leerrohr, so muss man sagen, durch dieses Leerrohr vom Telefon mit meinem Netzwerkkabel durchziehen kann und damit auch in mein Gamingzimmer anschließen kann. Hört sich hier mal krass an, Gamingzimmer. Oh, halt, nee, das ging ja nicht, habe ich ja schon mal gesagt, gell? So. Aber was ich hier wirklich erschaffen habe, in diesem Gaming-Raum, das ist so bombastisch. Und ich, wir fahren uns einfach mal hier lang. Gucken, wo wir hier rauskommen. Jetzt habe ich gedacht, wir können hier lang fahren, aber doch nicht. Der Kollege kommt, ja. Was ich hier erschaffen habe, das ist der Wahnsinn. Also Gaming-Raum mit zwei PCs. Also einmal für meinen Sohn und einmal für mich. Ist hier ein Weg halt? Nein, gell? Nee, okay. Da bin ich wirklich, wirklich stolz. Ja, mit einer super, super mega guten Soundanlage. Hier rum. Warte mal, ich guck mal schnell. Nee. Ah, okay. Muss ich so fahren. Ah, okay, ich weiß wie. Eigentlich kann ich ja hier geradeaus weiterfahren. Dann komme ich doch bei mir da hinten entlang. Dann könnte ich gleich von vorne reinfahren. Ja, dann machen wir es so gleich. Ja, bin ich schon stolz, was ich jetzt hier die letzten ein Jahr, sage ich jetzt mal, komplett durchgezogen habe. Mit Zusammenbauen und ich habe ja hier auch ein LG-Fernseher drin stehen. Mit der PlayStation 5. Also es hat ja wirklich alles. Kommt jetzt mir nicht richtig hinterher, gell? Das muss man ein bisschen langsam machen. Ah doch, ah da. Kommt da schon. Über PlayStation 5. Eigentlich wollte ich jetzt über die PlayStation 5 nochmal aufnehmen, weil ich habe auch eine Capture Card von Elgato, die 4K 60. Und aber ich habe mir jetzt überlegt, ich habe jetzt eine GeForce 4090. Schließe ich an mein LG an, dann glaube 75 Zoll. Ich glaube, hier muss ich rein. Ja, muss ich auch. Und dann sollte das Ding eigentlich sowas von flüssigen Formel 1 wiedergeben können, weil ich hier unbedingt Formel 1 spielen möchte. Das neue. Kann ich das schon abladen? Ja. Und bin ich echt mal gespannt, weil der auch 4K hat und alles, aber 120 Hertz. Ich bin wirklich echt gespannt, wie der Computer das rübergibt. So, aber jetzt bin ich auch mal gespannt, wie weit er hier rüber fährt, weil genau. Ah, gut, ich kann noch ein bisschen vorfahren. Kollege, du hast Feierabend, dankeschön. Ich weiß gar nicht, wo ich Abladen gemacht habe. Ich glaube auf der rechten Seite. Würde ich jetzt natürlich umstellen müssen auf der linken Seite.
Abgibseite rechts. Links, okay. Halt. Warum will ich den da hin? Jetzt den. Ah, den haben wir jetzt falsch. Link. Rechts. Links. Jetzt haben wir's. Es steht hinten dort. Egal. Warum auch immer der hier irgendwie. Wenn der das jetzt hier hinten drauf gibt. Ah, nee, der ist so ganz leicht am Unten. Ah, okay, das haben wir nicht gesehen. So, jetzt ist der auf jeden Fall auch gleich leer. Der Ton ist geil. So. Du wirst hier wieder folgen. Netterweise muss ich wieder umstellen. So. So, aber ich werde die letzte Folge oder beziehungsweise den Rest des Feldes noch offline machen. Ist, glaube ich, jetzt. Jetzt habt ihr, glaube ich, gesehen, wie Zuckerrüben gehen. Könnt ihr mir später dafür danken, wie super ich das gemacht habe. Wo ich das. Ach, guck an, da ist die Map zu Ende. Und auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal herzlich bei allen und danke sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer LKPlay87 und habt einen schönen Tag. Ich glaube 12.30 Uhr kommt das Video raus. Könnt ihr nochmal ein bisschen reingucken. Wenn nicht, zieht es euch am Abend rein. Macht's gut, Leute. Ciao.